Ja, ich freue mich natürlich sehr, heute mal wieder dieses doch immer noch aktuelle und spannende Thema der Trennung der Eltern und die Auswirkungen und die Bedürfnisse, die Anliegen der Kinder hier ein bisschen zu besprechen für sie und gerne nachher auch mit ihnen. Ich wollte einen Einstieg über die schönen Literatur sozusagen. Und ich habe lange gesucht und gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass es nicht total spannende Texte gibt in Romanen und so, wo man aus Sicht der Kinder, von Menschen, die sich da gut einfühlen können, von Autoren und Autorinnen, die sich da gut einfühlen können und eine Beschreibung, irgendeinen Text machen dazu, wie denn Kinder das sehen. Ich war wirklich auf der Suche, habe auch Kollegen und Kolleginnen gefragt, die sich sehr gut auskennen mit Literatur und uns wollte partout fast nichts in die Hände kommen. Vielleicht wisst ihr dann noch, vielleicht habt ihr mehr Tipps. Also ich habe immer noch einen Text, den ich schon länger entdeckt habe und den ich wirklich sehr prägnant finde, wenn auch schon etwas angejahrt. Aber das können wir uns dann überlegen, oder was hat sich eigentlich verändert hier? Es ist von Martin Walser der Beginn seines Buchs »Die Verteidigung der Kindheit« und das ist 1991 erschienen und zieht sich aber auf eine Biografie eines Anwalts, der 1953 in den Westen übersiedelt. Also wirklich schon etwas älter. Auf jeden Fall fängt das sehr spannend an. »Halte mir den Jungen nicht von der Arbeit ab«, sagte Gustav Dorn auf dem Neustädter Bahnhof zu seiner Frau. Es ist nicht vorstellbar, dass dann beide gewartet haben, bis Alfreds Zug kam. Sie waren schon zu sehr zerstritten. Sicher war es eine Genugtuung für Alfred, dass sein Vater ihn zu verabschieden auf den Bahnhof gekommen war. Der Vater war schon vor 3 Jahren aus der Wohnung am Bauernbusch ausgezogen, hatte sich über der Elbe in seiner Praxis am Schillerplatz wohnlich eingerichtet. Seitdem betrieb er die Scheidung, in die die Mutter immer noch nicht einwilligte. Alfred durfte weder den Vater noch die Mutter merken lassen, dass ihn Vaters Abschiedsbesuch freute. Vielleicht tat es ihm sogar ein wenig leid, dass er den Vater behandeln musste, wie die Mutter den behandelte. Auch die geringste Abweichung bemerkte sie sofort und war dann gleich so unglücklich, dass es nicht auszuhalten war. Auch für sie muss es eine Genugtuung gewesen sein, dass ihr Mann, der jetzt mit einer 20 Jahre jüngeren Kollegin zusammenlebte, zur Verabschiedung des Sohns erschien. Aber diese Genugtuung war nur so lange eine, als der Mann zu spüren kriegte, dass er von der Frau und Sohn nichts als Verachtung zu erwarten hatte. Würde sich der Sohn gerührt zeigen, dem Vater zum Abschied gar um den Hals fallen, dann konnte der Vater das als Erfolg buchen und ein Erfolg des Vaters war ein Misserfolg der Mutter und davor musste Alfred seine Mutter schützen. Also hob er wahrscheinlich nur seine Augenbrauen und ließ den Händedruck des Vaters ohne Gegendruck. Die Mutter hätte es gemerkt, wenn er den väterlichen Händedruck erwidert hätte. Alfred wollte seine Mutter kein bisschen betrügen. Er wollte eins mit ihr sein, vor allem dem Vater gegenüber. Soweit der Einstieg in das dicke, in dieses wirklich dicke Buch, das dann vieles behandelt und Spannendes behandelt und sicherlich nicht nur dieses Trennungsthema und dieses Thema, wie ein Kind oder ein Mann auch, der Kind ist seiner geschiedenen, getrennten Eltern, wie man sich da positionieren und auch fühlen könnte und was vielleicht auch Anliegen und Bedürfnisse wären. Da
müssen wir uns Gedanken darüber machen. Und zwar ist mein Impuls immer zuerst mal das Thema zu, wie soll ich das sagen, zu naturalisieren auf irgendeine Art und mich zu fragen, okay, was ist denn eigentlich ganz genau der Grundbedarf bei einem Kind, unabhängig davon, ob es getrennte Eltern hat, ob es, was weiß ich, auf einem Bauernhof oder mitten in der Stadt auf die Welt kommt. Das hat Brazelton und Greenspan sehr schön für uns formuliert und wirklich sieben spannende Grundbedürfnisse herausgefiltert, die ich hier dargestellt habe. Zuerst einmal an oberster Stelle, das wundert natürlich nicht, beständige und liebevolle Beziehungen. Dann die körperliche Unversehrtheit und Sicherheit. Das ist etwas, wo ich lange gedacht habe, ja gut, das ist ja gegeben, bis ich mich immer mehr mit, nicht nur mit Gewalt in Familien, sondern insbesondere auch mit Flucht und Krieg auseinandersetzen musste. Individuelle Erfahrungen, die ich, so wie ich gelagert bin, als Kind, als Mensch, machen darf und machen kann, die so sind, dass es zu mir passt und auch die so sind, dass ich sie verarbeiten kann, so alt wie ich jetzt halt gerade bin. Nur was ich verarbeiten kann, und da brauche ich vielleicht auch Hilfe dabei, da brauche ich Erklärungen von anderen Personen, nur was ich verarbeiten kann als Mensch, als Kind, hilft mir weiter, kann ich integrieren, kann ich daran wachsen. Was ich nicht verarbeiten kann, muss ich irgendwie wegdrängen, bleibt wie so als fauler Rest übrig oder kann auch traumatisierend, kann ein Trauma oder eine Traumafolgestörung verursachen, je nachdem, wie schlimm sie war, diese Erfahrung, die nicht integriert werden konnte. Daneben auch die Frage, nicht ich brauche als Kind Grenzen oder Strukturen, sondern es gibt auf der Welt Grenzen und Strukturen. Und ich habe als Kind den großen Bedarf, dass man mir diese Grenzen und Strukturen erklärt und dass man mir zeigt, wo sie sind und dass man mir hilft, damit umzugehen und damit klarzukommen, dass ich irgendwie eingebettet bin in irgendetwas, was vielleicht manchmal eine zu enge Grenze ist oder eine schwierige Struktur. Dann stabile und unterstützende Gemeinschaften, das darf nicht unterschätzt werden. Wie zentral, und ich werde immer wieder jetzt auch heute darauf zurückkommen, wie zentral es ist, dass wir Menschen rundherum um eine Familie, die wir vielleicht als Nachbarn sind, als arbeitstätige Person und so weiter, auch im Trambahn und überall, dass wir, die wir um eine Familie rundherum postiert sind, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, was braucht diese Familie, was braucht das Kind jetzt gerade, kann ich irgendwie etwas dazu beitragen, dass das Kind irgendwie im Hier und Jetzt und vielleicht auch noch später sich gut fühlen kann. Und dann etwas, das glauben wir langsam, aber es ist einfach unsere Hypothese schlussendlich, wir, damit meine ich meine Kolleginnen und ich, am Marie-Meyerhofer-Institut, wir diskutieren das viel, dass ja die ganze Psychoindustrie, sage ich jetzt mal, Psychotherapie, alles, was da rundherum an medizinischen und psychologischen und weiteren Angeboten ist, dass wir ja eine riesige Welle von Bedarf haben, die wir kaum abdecken können im Moment. Das ist ein Problem, das diskutiert wird in Zeitungen und überall. Und wir gehen davon aus, dass eine Ursache neben anderen auch sein könnte, dass wir eben gemerkt haben, dass die Zukunft gar nicht so sicher ist und dass insbesondere die Kinder und die Jugendlichen sich stark mit diesem Thema auch beschäftigen müssen und dass das ein Stück des Bodens unsicherer macht und wegbricht auch.
Wenn wir aber jetzt an die Trennung der Eltern denken und Sie werden merken, ich werde immer wieder so durch das Thema durchsurfen, indem ich mal mehr auf die Kinder schaue, dann wieder mehr den Fokus auf die Eltern richte und das aus gutem Grund, weil man den Bedarf der Kinder nicht ohne diese Situation bei den Eltern anschauen kann und doch immer wieder versuchen muss, irgendwie dann bei den Kindern zu schauen, in Abhängigkeit von dem, was die Eltern machen oder brauchen. Also, die Eltern haben in der Regel, das ist auch nichts Neues für sie, emotionale Turbulenzen, wenn eine Trennung passiert und auch, da, also das, wenn ich sage wenn, dann sind das 2 bis 3 Jahre, die man damit meint, rund um die Trennung herum. Ist das meistens eine aufregende und erregende Situation emotional? Und wenn man emotional erregt ist, dann, das weiß man aus der Forschung, bekommt man eher einen Tunnelblick, ist fokussiert auf die Problematik, mit der man sich beschäftigen muss oder tut und hat weniger Valenzen, auch weniger emotionale und Valenzen, um sich auf verschiedene Dinge zu konzentrieren und in Ruhe natürlich auch damit abzugeben. Insbesondere fällt auch die Fähigkeit des Mentalisierens, und das muss ich vielleicht schnell erklären, was das ist. Das ist die Fähigkeit, dass ich versuche und da Fähigkeiten eben auch habe dabei, nachzudenken, was passiert denn bei der anderen Person, wenn sie sich so verhält, wie sie ist? Und wie ist unser Verhältnis zueinander? Was bewirke ich bei der anderen Person und wie reagiere ich eigentlich? Also, dass wir über diese ganze Beziehungsdynamik nachdenken können und diese irgendwie versuchen zu verstehen, das heißt eigentlich mentalisieren. Und diese Fähigkeit, die sind wir alle immer am Entwickeln und am Verfeinern, aber sobald wir Probleme haben, sobald wir aufgeregt sind und so, bricht die eigentlich zusammen. Oder geht einfach zumindest herunter. Und das ist natürlich ein Problem für alle rundherum. Das heißt, es braucht schon da ein bisschen ein Halt, irgendwo eine Kompensation oder irgendetwas, wo ich auch noch darauf kommen werde. Wichtig finde ich auch, und damit habe ich in meiner Arbeit, wir beraten viele Eltern und beziehen die Kinder ein in ihre Situation der Trennung. Und uns fällt auf, dass ein großes Problem ist, dass die Eltern beschäftigt, dass sie ein Idealbild hatten von einer Familie, wie ihre Familie sein soll und wie sie als Eltern sein möchten. Und meistens war das Idealbild in einer Familie, die zusammenlebt und wo liebende Eltern sind, die sich liebend um die Kinder kümmern und so weiter. Und wenn eine Trennung da ist, dann bricht dieses Idealbild zusammen. Manchmal kompensiert man das als Mutter oder Vater, indem man schnell ein neues Idealbild aufbaut, das dann die perfekte Trennung irgendwie sich konstituiert. Und auf jeden Fall bedeutet, dass sich stark orientieren an Idealen immer auch, dass man festhalten möchte an Vorstellungen, an Wünschen und wenig Flexibilität dann hat im Eingehen auf das, was die Situation einfach erfordert und im Flexibelsein auch, was die Situation erfordert. Und es kommen auch Gefühle wie Misstrauen und Wut und so weiter auf, weil man ja das verteidigen möchte, was man so als Ideal sieht. Die Trennung der Eltern bedeutet aber aus meiner Sicht vor allem auch ein Trauerprozess. Und zwar ein Trauerprozess vielleicht um den Verlust des Partners oder der Partnerin, das muss ja nicht sein. Vielleicht ist man ja auch die Person, die das initiiert hat und wirklich froh ist, dass man diesen Schritt gemacht hat. Aber es ist doch oft mit auf beiden Seiten irgendwo mit Verlustgefühlen verbunden, eine Trennung von Eltern.
mit Ängsten auch, Verlustgefühlen, wie das in, also wie ein Trauerprozess das auch vorgibt, und mit viel Wut versetzt oder Unverständnis oder Ohnmacht solchen Gefühlen. Und ich merke immer wieder in der Beratung von getrennten Eltern, dass es wichtig ist, wie das in einem Trauerprozess, wenn man eine Person verliert, also wenn eine Person stirbt, auch der Fall ist, dass man langsam auf die Ebene des Trauerns tatsächlich kommt und nicht stecken bleibt in Verlustgefühlen einfach oder in Wut und Unverständnis, sondern dass man wirklich traurig wird. Und auch das eine Arbeit, die man in einer Therapie oder in einer psychologischen Beratung versucht, wenn es möglich ist, darauf hinzuarbeiten, wo sind denn die Trauergefühle auch? Wo kann man sich dann eben auch verabschieden von Bildern und Vorstellungen oder auch von einer Person, die einfach nicht mehr da ist und die Bilder, die nicht mehr passen. Und dann wird es möglich, ein neues Selbstbild, ein neues Weltbild, ein angepasstes Bild von sich und der Familie und den Kindern, die darin aufwachsen, aufzubauen und das so zu machen, dass man nicht zwangsweise an Dingen festhält, die nicht mehr sind. Dem Leben muss und wird eine neue Wendung gegeben mit einer Trennung der Eltern. Und es hängt vieles damit zusammen, dass man sich auch nun abgrenzt voneinander oder dass man eine Trennung vollzieht, die nicht nur äußerlich irgendwie zustande kommt, sondern vor allem natürlich auch beziehungsmäßig. Und das ist oft auch eine längere Arbeit. Eine längere Arbeit, wo immer wieder Fäden durchschnitten werden müssen und die dann auch schmerzhaft sind, aber auch eine Wendung und eine Möglichkeit, wo Dinge auf den Tisch kommen, die vorher unter der Decke waren, weil man sie nicht wahrhaben wollte oder nicht ansprechen wollte. Und in dem Moment, wo man sich trennt, traut man sich auch, die Dinge zu benennen. Und das ist auch immer wieder eine Chance oder auch für die Kinder eine Chance, dass Dinge, die unangenehm sind, unangenehme Atmosphären, schwelende Konflikte, schwelende Unstimmigkeiten, dass die mit einer Trennung benannt werden und auch für die Kinder fassbar werden. Auch das Ziel und die Möglichkeit, dass sich mit einer Trennung eine Veränderung installieren kann und muss ja im Leben der sich Trennenden, beinhaltet natürlich vieles an Chancen und Aufbruch und Möglichkeiten, sich neu zu definieren und auch für die Kinder neue Möglichkeiten. Oft hängt eine Trennung ja auch mit einer neuen Liebe zusammen, einer Person zumindest. Und diese neue Liebe, die gibt ja auch viel Anlass zu Hoffnung und zu schönen neuen Erlebnissen, oder? Aber wo muss man sagen, okay, also das können jetzt Kinder wirklich nicht gebrauchen, wenn eine Trennung der Eltern passiert? Und da sagt die Forschung ganz klar, nicht endende Spannungen und Streit, der nicht zu Ende geht, das ist für die Kinder das, was sie am meisten schädigt. Es ist nicht irgendeine Art von speziellem Familienmodell. Es ist nicht eine Art von Aufteilung, wie viel Zeit verbringt man wann und wo, wo man sagen könnte, das schädigt ein Kind oder das jetzt kann ein Kind sicher nicht brauchen, sondern es ist das fehlende tragende System zwischen den Eltern, das manchmal wirklich zu brüchig ist und immer wieder mit Streit genährt wird, mit Misstrauen auch gefüllt ist, mit großer Unzufriedenheit gefüllt ist. Es ist das, was, wenn das Jahre dauert, das ist klar, dass das manchmal auftaucht und zustande kommt und dann möchte man etwas ändern, aber wenn man über Jahre wie keine Position miteinander findet, wo man sich
wo man es als passend empfindet und auch das Kind darin sich positionieren darf und sagen, wie nahe möchte es bei wem stehen und wie sollen irgendwie diese Kontakte in etwa laufen. Wenn das nicht zustande kommt und immer Unfriede da ist, das schädigt Kinder, das hat man ganz klar eigentlich herausgefunden. Natürlich, und das gehört irgendwie dazu, Gewalt, Missachtung, Drohungen, Ausschluss, das sind alles schädigende Mechanismen, schädigende soziale Mechanismen eigentlich, die wir manchmal praktizieren, wir Menschen, und die sich speziell auf Kinder schädlich auswirken und die natürlich auch in einem Klima von Streit und Spannungen schneller zustande kommen. Und wo auch das Kind sich irgendwie einen Weg suchen muss, oft wie es da rauskommt aus diesen schädlichen Dynamiken. Eltern, die sich bekämpfen, das habe ich ja schon gesagt, und auch, das habe ich eigentlich auch schon gesagt, was man auch nicht braucht an Kind, Eltern, die versuchen, ideal zu sein. Man sollte versuchen, vor allem echt zu sein und versuchen, das, was an Schwierigkeiten da ist, irgendwie dem Kind aufzubereiten, eigentlich zu verdauen, so zu verdauen, dass es erträglich ist für die Kinder danach. Verdaut den Kindern weitergeben, so kann man es vielleicht sagen. Sicherlich ist es wichtig, und das ist nicht einfach garantiert und das ist auch nicht so einfach, finde ich. Also ich war auch mal Mutter von kleinen Kindern und dann größeren und jetzt sind sie erwachsen. Die Frage, sind denn Kinder, wie unabhängig sind Kinder oder wie eigenständig, das sind, wie kann man zu dem Schluss kommen oder zu der Einstellung, so das möchte ich sagen, zu der Haltung kommen, dass Kinder ganz für sich allein eigene Wesen sind und nicht das, was mal ein Baby war und das wir geschaffen haben und das irgendwie ganz unter unserem Einfluss steht, dass man als Eltern erkennen kann, nein, das ist ein eigenes Wesen und hat die Berechtigung, eigene Gefühle zu haben, eine eigene Sicht zu haben und eigenes Erleben zu haben. Ich erlebe sehr oft in der Beratung, dass Fachpersonen und Eltern überzeugt sind, dass ein Kind nur deshalb eine Meinung hat, weil die andere Person schädlich auf das Kind eingewirkt hat, dass das anders gar nicht möglich ist. Und man so eigentlich den Kindern völlig ihre Selbstständigkeit abspricht und ihre Fähigkeit, für sich alleine zu einem Schluss zu kommen, der selbstverständlich und immer in Abhängigkeit zu allen wichtigen Personen rundherum passiert. Anders geht das gar nicht. Kinder brauchen daneben auch Raum für ihre Entwicklung, die notabene eigentlich gar nicht so viel mit der Trennung der Eltern zu tun hat, sondern sie haben ihre Entwicklungsschritte vor sich, ihre Schulkarriere, ihre, was weiß ich, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie in der Freizeit am Entwickeln sind und so weiter. Und das ist eigentlich das, was ihre nächsten Jahre ausmacht. Und sie möchten unabhängiger werden, sie müssen autonom werden und irgendwann für sich selber schauen und so weiter. Die Liebesbeziehungen und die Freundschaften, alles, was dazugehört, das ist das, was für Kinder zentral ist. Und die Familie ist eigentlich eher der Garant dafür, so der Rücken oder das Nest, wo diese Entwicklung stattfinden kann und nicht das Thema des Kindes. Es braucht lebendige Eltern, eben Eltern, die versuchen, das, was mit ihnen passiert, irgendwie so ans Kind heranzubringen und das Kind einzubeziehen, dass es nicht unerträglich ist, aber dass das Kind auch nicht ausgeschlossen ist. Und es braucht Flexibilität bei den Eltern, damit die Kinder das, was mit ihnen passiert, irgendwo, dass das aufgefangen werden kann, oder? Und nochmals, es braucht ein soziales Netz, das hilft den Eltern, die gestresst sind durch
die Trennungssituation, die vielleicht vieles an alltäglichen, also an Alltagshandlungen machen müssen, von sich irgendwo neu anmelden, zu neuer Wohnung suchen, ich weiß nicht was alles. Es gibt viel zu tun manchmal und dann die ganze Einengung, die passiert, damit es andere Menschen gibt, die das auffangen können. Erklärungen habe ich auch schon mehrfach betont. Verdaute Erklärungen. Und eben, das ist, wie Oskar Jenny gesagt hat, natürlich auch ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Die Frage, wie kann man denn mit den Kindern in Austausch kommen? Wie kann man ihnen Dinge erklären, die jetzt gerade sind, ihnen zu helfen, Teil davon zu sein, ohne dass es sie auffrisst oder ohne dass es sie überfordert. Sicherlich, deswegen habe ich das in die Headline geschrieben, braucht es Ruhe und Zeit dafür. Wenn man schnell reden möchte, wenn man gestresst ist, dann sind das eher eigentlich Anordnungen an Kinder, die man weitergibt. Also das ist eh etwas ganz Spannendes. Die Frage, was spricht man eigentlich so mit Kindern den Tag durch? Und es ist doch oft so, dass, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Forschungsresultate hier nicht, aber dass ein Großteil dessen, was man so spricht mit Kindern, aus Anordnungen besteht. Also mach das, mach das nicht und solche Dinge. Dass vielleicht noch ein kleiner Teil aus irgendwie Dingen, die man erzählt oder so, und eigentlich sehr wenig sich auf einer Metaebene nochmals damit befasst, was erleben wir denn jetzt eigentlich und was läuft da. Am besten haben es da noch die Babys, würde ich behaupten, die solche Metaerklärungen ganz den Tag durch bekommen, solange sie noch gar nicht sprechen können, indem man sagt, schau, ui, ich glaube, du hast in die Windeln gemacht. Ich glaube, wir müssen die Wahl wechseln. Wo sind denn die Windeln nur wieder? Und wo man so Selbstgespräche führt, ja, weil das Kind noch gar nicht mitredet. Wichtig ist, ich habe immer wieder jetzt das Wort verdaut benutzt, oder? Und ich benutze das aus gutem Grund. Es hat sich auch, also da haben sich auch schon viele Psychologen damit befasst, wie denn eine Beziehung zustande kommen kann zwischen Kind und Eltern und dass es darum auch vielfach geht, dass man eben das, was man an Welterfahrungen macht als erwachsene Person, mit dem, was man zur Verfügung hat, an Denkvermögen, an emotionalem Vermögen und so weiter, dass man das mit dem in Verbindung bringt und eben danach verdaut mit dem Kind teilen kann. Und dass man ihm so hilft, auf eine höchst subjektive Art natürlich, so wie ich das eben mache, verdauen und nicht wie Sie das machen oder wie Sie das machen, dass ich das dem Kind zur Verfügung stelle und ihm so helfe, seine eigene Denkfähigkeit und seine emotionalen Bezüge und seine Beziehungen zu aufzubauen, oder? Also das heißt, ich mache das ganz subjektiv und jede und jeder von uns macht das genau gleich subjektiv, das Verdaute mit dem Kind teilen. Und wir müssen uns das nicht vorwerfen, wenn ich etwas anders erzähle als Sie, wenn ich jetzt mit dem gleichen Kind zu tun habe. Die Frage ist nur, können wir das auch noch einbeziehen in unser Denken, dass wir unterschiedlich sind und dass das okay ist, dass wir unterschiedlich sind und dass wir uns aber Mühe geben müssen, dass wir das Kind nicht stressen mit dem, was wir ihm erklären. Nicht zu sehr stressen. Offen sein, aber nicht zu sehr belasten, irgendwie. Ein Abwägen. Dazu gehört auch, dass ich versuche, ein bisschen darüber nachzudenken, was könnte das Kind jetzt denken darüber? Da geht es jetzt wieder um das Mentalisieren, oder, das ich vorhin erklärt habe. Was könnte das Kind dazu denken? Was könnte aber auch
wenn ich die Mutter bin, was könnte der getrennt lebende Vater jetzt dazu sagen? Und das vielleicht noch ein bisschen mit einzubeziehen, dass ich vielleicht auch mal sage, weißt du, du findest vielleicht uns beide blöd, aber und dein Vater würde vielleicht so und so sagen, aber für mich ist das so. Also, dass man solche Erklärungen mit einbezieht, dass man das Netz größer macht als nur das, was genau ich denke und sehe. Das ist hilfreich und entwicklungsfördernd und beziehungsfördernd. Natürlich brauchen die Kinder auch, dass wir mit ihren Reaktionen auf die Situation, die ja ein bisschen zu erwarten sind, weil wir haben gehört, die Eltern sind im Aufbruch, sie sind auch emotional erregt und so weiter. Also da gibt es viel, es gibt viele Änderungen im Moment einer, oder im Moment einer Trennung. Und wie gesagt, wenn ich Moment sage, meine ich 2 bis 3 Jahre. Kinder reagieren. Und sie reagieren vielleicht auf die Trennungssituation, aber sie reagieren natürlich auch auf das, was wir einrichten, was vielleicht noch nicht stimmig ist, wo wir vielleicht sagen, okay, jetzt haben wir eine getrennte Situation und das Beste ist wohl, wir machen jetzt halbe-halbe. Und für das Kind stimmt es aber so nicht ganz oder es stimmen vielleicht die Wechsel nicht ganz, so wie sie vorgenommen werden oder es hat vorher noch gar nie so viel Zeit mit dem Vater, ist das meistens verbracht und fühlt sich unsicher oder es ist in einer neuen Entwicklungsphase und braucht jetzt überhaupt einmal etwas ganz anderes und muss sich irgendwie mal ablösen von der Mutter und braucht mal mehr Vater, was auch immer. Es gibt viele Einrichtungen, die wir machen, viele Regelungen, die wir treffen als Fachpersonen und die Gerichte treffen, die, wer gerade damit beschäftigt ist, die Eltern selber und die dann nachher auch für die Kinder nicht ganz stimmen. Das heißt, wir müssen feinfühlig auf die Signale der Kinder achten. Das ist ein Begriff, der von Mary Ainsworth, das ist eine Psychologin auch, stammt und der eigentlich auf die frühe Kindheit vor allem bezogen ist. Also auf darauf, wie man die Signale des Kindes, wenn es eben noch nicht sagen kann, ich brauche das oder das ist Stopp oder es davon rennen kann, wie man dann auch gut auf Kinder eingehen kann. Und man hat gemerkt, dass es wichtig ist, wenn man einerseits überhaupt erstmal wahrnimmt, was beim Kind ist. Das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn ich jetzt denke, ich bin gestresst, ich muss eine neue Wohnung suchen, ich bin furchtbar wütend auf meinen getrennt lebenden Partner und so weiter, dann kann ich nicht unbedingt mehr wahrnehmen, wie es dem Kind geht. Erster Punkt ist schon, also da ist alles schon gescheitert an Signalen wahrnehmen, also Feinfühligkeit. Zweiter Punkt, ich muss es stimmig interpretieren. Wenn ich beispielsweise ständig mit dem Misstrauen von mir beschäftigt bin, was denn alles jetzt die andere Person beeinflusst und manipuliert und infiltriert und so weiter, dann kann ich möglicherweise gar nicht mehr passend interpretieren, weshalb jetzt das Kind gesagt hat, das möchte ich nicht oder so. Dann muss ich auch noch prompt und passend reagieren, damit es dem Kind was hilft. Es nützt nichts, wenn ich alles gut interpretiert und wahrgenommen habe und keine Reaktion zeige. Also auch das muss stimmen. Und das gilt natürlich nicht nur für das Kleinkind, sondern auch darauf, wenn Kinder reden können. Nur können uns ihre Worte natürlich helfen, zu verstehen, wo sie stehen. Wichtig erscheint mir, dass vor allem das Unverständliche mit den Kindern geteilt wird. Das, was ich selber auch noch daran bin, zu verstehen. Dort, also nicht das, was alles klar ist und so ist, ist das, was man gut erklären muss, sondern das, was nicht so gut funktioniert. Ich habe gesagt, das soziale Netz, das braucht es dringend. Also es braucht ein ganzes Dorf, das ist
das alte Sprichwort, das wir immer wieder bemühen, damit ein Kind gut aufwachsen kann. Wichtig erscheint mir sowohl für die Eltern als auch für das Kind, dass es eine Art Holding gibt. Das ist ein Fachausdruck und der meint, dass der Halt gehalten werden, die Familie. Und wenn ich Beratung mache bei getrennten Familien, dann fällt mir oft auch auf, dass ich mich, wie soll ich das sagen, vielleicht wie Großeltern fühlen muss, die jetzt zu ihren Kindern ganz, ganz viel Wärme und Stärke, aber auch und Klarheit da reinbringen und helfen, aus der Verzweiflung oder was es ist, auch wieder hochzukommen. Dass ich helfe zu reflektieren, dass ich aber auch im Alltag unterstütze, beispielsweise zu den Kindern schaue. Also das mache jetzt natürlich nicht alles ich, aber ich meine jetzt, wenn ich das soziale Netz bin, nicht wenn ich eine Fachperson bin, die berät. Und für die Kinder da sein. All das kann das soziale Netz bieten und soll es bieten, weil Eltern geraten immer wieder in Momente, wo sie das brauchen und für das ist die Gesellschaft da, aus meiner Sicht. Die Möglichkeiten der Fachpersonen, sie können die Übersicht bewahren, statt den Tunnelblick übernehmen. Und ich denke mir, das ist nicht immer so einfach, weil es passiert sehr viel Überzeugungsarbeit bei den Fachpersonen, bei den Eltern, mit den Fachpersonen, dass man ihre Sicht übernimmt und ihre Einschätzung der Situation. Und wir müssen versuchen, da eine Metaebene zu finden und ein bisschen darüber zu blicken, über alles, was da möglicherweise an Beziehungen und Dynamiken da ist. Wir müssen versuchen, die kindlichen Bedürfnisse im Fokus zu behalten und eben Wege suchen, wie die Eltern sich gemeinsam beruhigen können. Oft braucht es mehr Abstand, mehr Eigenständigkeit der Eltern, nicht unbedingt mehr Kommunikation, was so in den Köpfen der Fachpersonen ist. Manchmal kann man schon die Kommunikation klären vor allem, aber nicht unbedingt immer anregen und noch verstärken. Und die Partizipation des Kindes, den Nicht-Ausschluss des Kindes, sondern den Einbezug des Kindes zu garantieren. Die Arbeit mit Kindern in getrennten Situationen, wie auch sonst im Kindesschutz, hat viel mit Abwägen zu tun. Es ist nicht so, dass es einfach Klarheiten gibt. Da geht es durch. Im Gegenteil, es gibt oft so eine Schaukel, auf der wir uns befinden. Zum Beispiel einerseits müssen wir uns überlegen, okay, wir müssen die Autonomie des Kindes fördern. Und auf der anderen, und die Verantwortungsübernahme natürlich auch. Und auf der anderen Seite müssen wir überlegen, wo ist denn der Schutz, vor was müssen wir das Kind schützen? Und das ist ein Abwägen. Wie viel Autonomie kann gefördert werden? Die muss gefördert werden. Wie gesagt, Kinder müssen autonom werden können. Das ist ein wichtiges, großes Entwicklungsziel. Sie müssen Verantwortung übernehmen können, aber vor zu viel, vor Unbewältigbarem müssen sie geschützt werden. Das Kind soll einbezogen werden, aber es muss sich auch abgrenzen können und auch wir als Erwachsene müssen uns selbstverständlich abgrenzen können und auch Sachen ohne Einbezug des Kindes machen können. Und wo ist da der richtige Punkt? Die Kinder sollen in den Vordergrund gestellt werden, selbstverständlich mit ihren Bedürfnissen und Anliegen. Sie sind angewiesen darauf, dass wir sie in den Vordergrund stellen. Aber die Bedürfnisse der Eltern, die dürfen auch nicht vergessen werden, auch hier. Und etwas Wichtiges, wir müssen auch die Probleme sehen und benennen, die wir sehen, vielleicht sehen wir ja schon Sachen, die nicht gehen fürs Kind. Es ist nicht alles eine Frage von Streit, der einfach aufhören soll, sondern es gibt Probleme, es gibt vielleicht Erziehungsschwierigkeiten an einem Ort, es gibt Konflikte, Beziehungskonflikte, es gibt vieles, es gibt Anliegen der Kinder, die nicht passen zu dem, was die Eltern zu bieten haben. Es gibt viele Probleme, die benannt werden müssen.
Und doch müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach Schuldzuweisungen der Eltern übernehmen. Also auch da eine Schaukel. Und wir möchten selbstverständlich den Kontakt zu beiden Eltern fördern, aber nur solange es dem Kind gut tut. Und wir möchten auch nicht die Bindungsbeziehungen, die bereits bestehen und die für das Kind elementar wichtig sind. Wo bekommt es Trost? Wo fühlt es sich geschützt? Wo fühlt es sich sicher und gut und kann sich zurückziehen? All das dürfen wir nicht mit unseren Bemühungen, Kontakte zu beiden Eltern und Beziehungen zu beiden Eltern gut zu gewähren, dürfen wir nicht verunsichern. In all dem dürfen wir auch auf die Fähigkeit der Kinder vertrauen. Darauf, dass sie selber Wege finden, wenn wir sie lassen. Immer wieder. Darauf, dass auch schon junge Kinder Fähigkeiten haben, sich selber zu beruhigen, wenn man ihnen das zutraut. Darauf auch, dass sie sich beispielsweise mit dem Spiel gar nicht zuhören wollen oder mit eben irgendwie sich total abgrenzen oder was auch immer, dass sie sich eigene Wege erarbeiten, wie sie mit der für sie schwierigen Situation umgehen. Wir können manchmal, wenn wir den Weg nicht optimal finden, dann selbstverständlich versuchen wir da noch ein bisschen mit dem Kind daran zu arbeiten, noch einen besseren Weg zu finden. Aber wir können darauf vertrauen, dass Kinder Wege finden. Wir können auch darauf vertrauen, dass sie grundsätzlich uns Erwachsenen helfen möchten, dass die Situation gut wird. Ich habe schon so viele Filme gesehen mit Kindern in Interaktion mit ihren Eltern. Und es ist ja wahnsinnig berührend, wenn Sie das vielleicht auch schon gesehen haben, wie stark die Kinder den Erwachsenen helfen, dass die ihre Arbeit machen können, dass die gut zu den Kindern schauen können, wie stark sie sich Mühe geben, am richtigen Ort zu stehen oder was weiß ich, nicht in den Weg zu kommen oder doch dann wieder irgendwie zum rechten Moment irgendwie sich zu zeigen. Das ist alles wirklich sehr spannend. Und Kinder möchten Verantwortung übernehmen. Sie möchten eigentlich helfen, wenn sie eine Möglichkeit für sich sehen, tatsächlich wirkungsvoll sein zu können und nicht irgendwie dann wieder zurückgestoßen zu werden, sobald sie etwas sagen oder machen. Kinder unterstützen sich auch gegenseitig sehr viel, das darf man nicht vergessen, aber für das braucht es eine Kindergruppe, die tragfähig ist. Und das ist natürlich etwas, was man vorher auch schon erarbeitet haben muss, damit es Geschwister gibt oder Freunde gibt, die diese Gruppe bilden können. Aber genau. Ja, ich habe gedacht, ich muss irgendwie das ein bisschen auflockern mit Bildern und habe dann eine Fotoreihe von mir entdeckt, als ich da auf die Suche gegangen bin, die mal von einem vergessen gegangenen Fasnachtsumzug in Sardinien, also das war im Sommer und ich nehme an, das war noch vom Winter oder so. Auf jeden Fall habe ich immer wieder gefunden, die Bilder passen jetzt und habe ich die ganze Reihe genommen. Und jetzt denke ich mir, es ist Zeit für Fragen.